meine Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Oh, Philipp reißt sich gleich. So, wir sind jetzt hier mit der gesamten Truppe versammelt. Wir wollen jetzt frühstücken und dann machen wir uns auf die Socken zu einem Ausflug. Die Michelle kommt nicht mit. So weit ist schon. So groß bist du schon, oder was? Ah, ja, ja. Oh, kein Bock zu wandern. Oh, du musst lernen. Ja, Patti muss auch noch für seine Matura. Sie ist kalt, mach gleich zu. Ja, wir werden auf jeden Fall jetzt frühstücken und dann machen wir die Lunchbox für uns oder Papa. Hier sehe ich Äpfel, Marillen, alles hier, wie ihr seht. Da ist eh Brot auch. Michelle, wir haben so viel Brot, also gönn dir. Was du möchtest, nimm dir einfach. Magst du ein Mohnbrot? Nimm dir eins. Ja. Hey, das sind meine Brote, oder? Aber ich darf es nicht. Oh. Es ist genug für alle da. Mag noch wer ein Brot? Das ist der Kassier. Ja. Kannst du essen. Du hast dein Brot von uns gestohlen. Nein. Das ist gut gezählt. Lunchpakete haben wir gemacht, haben wir Brote mitgenommen, alle Kinder eingepackt und jetzt waren wir noch schnell tanken und jetzt geht's los. Jetzt fahren wir zum Grünen See, das haben wir euch noch gar nicht gesagt. Genau, wir fahren heute zum Grünen See, da waren wir schon mal, ich glaube, da war die Luisa noch ein Baby, oder? Ja, das ist schon sehr lange her, oder? Ja. War ich da schon mal? Ja. Ja, aber auch. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön dort. Wir sind heute nur mit den drei Kleinen unterwegs und die Großen, also die Michelle wollte nicht mit und der Bati muss lernen noch für die Matura. Deswegen mal nur mit den drei Kleinen und wir nehmen euch natürlich auch gerne mit. Bald da. Die Kinder können hier schon richtig die schöne Gegend genießen. Es gibt nämlich ganz viele Kühe auf der Weide und übrigens kann man hier oben auf dem Berg schon, also noch Schnee sehen oder ja, wahrscheinlich wird es das ganze Jahr über da Schnee sein, oder? Mama glaubt, es ist noch kalt. Da oben sicher, ja. Schaut mal, vielleicht kann ich es euch auch zeigen. Und zwar da oben, wenn ich ein bisschen ranzoome, seht ihr diesen Berg da oben, da kann man Schnee sehen. Gibt es auch vielleicht Eiszapfen? Aber schon krass, ne? Ich meine. Schau, wie schön das ist. Das ist wirklich. Ich meine, im Bild, eben in der Kamera, schaut das einfach so. Ja, grün-blau, einfach wunderschön. Wunderschöne Gegend. Da oben kann man auch wieder ein bisschen Schnee erkennen, wenn man darauf guckt. Schnee, ist das schön, Kinder? Ja. Schaut mal die Kühe. Ja, eine ganze Batte davon. Ja. Oh, Babys. Das waren Babys. Das waren Kälber. Kälber oder was anderes? Ja, zwei. Einfach so im Garten bei ihm. Ganz alleine. Naja, die werden sicher eine Mama haben. Ja, Kühe streicheln.
Nö, die können auch zwicken, wenn die das nicht wollen oder so. Zwicken glaube ich nicht, aber die können sich ja mit den Fuß halten. Ja, das auch, aber die können mit den Hörnern. Ja, genau. Man soll halt nicht grundsätzlich so Tiere. Die Pferde treten auch. Ja, nur so. Stell dir vor, da kommt jemand zu dir und streichelt dich. Würdest du das cool finden, Ara? Ja. Ja, genau. Das war ein gutes Beispiel. Ja. Hey, meine Lieben, wir sind schon angekommen. Nach 2,5 Stunden Fahrt. Kalt, Lara? Nicht Papa? Die Mädels. Ja. Können wir es gehen? Hast du schon Hunger? Sind Habt ihr schon Hunger? Wir sind doch schon am Gehen, oder? Was? Ich hab gar nicht gewusst. Lara, weißt du, wo wir hingehen müssen? Wo? In. Ganz oben auf dem Gipfel. Da ganz, ganz oben. Ja? Nein, müssen wir nicht, oder? Ich gehe weg. Also du gehst vor uns. Okay, tschüss. Komm, Mama, geht's? Spaß. Stadtmenschen. Hey, was für Stadtmenschen? Wir wohnen doch selber am Land. Ah ja. Schau, was die Luisa entdeckt hat. Ah ja. Die Natur. Komm her, Luisa. Ja, da steht was auf dem T-Shirt. Hi, Mom. Ich hab brav ein Deckchen. Was, wirklich? Ja. Was war denn das? Ein Elefant. Ein Holy Elefant. Wollt ihr eine Auto? Ja, ich mag ein Brot, bitte. Kaum angekommen. Ja, kurz zu sagen, der Parkplatz ist noch sichtbar. Man sieht die Autos, oder? Ja, man sieht die Autos. Also wir haben erst da zum Gehen begonnen. Aber da hast du schon angepackt. Gut, dass wir Hunger. Ich mag kein Schinken. Aber den Philipp kann man einen Schinken geben. Salami. Jetzt kurz die Snackpause der Kinder genutzt, um euch unsere richtig coolen Outdoor-Klamotten zu zeigen von der Marke Revolution Race. Die haben wir nämlich vor einiger Zeit bestellt und die sind echt perfekt, wenn man so einen Outdoor-Ausflug plant, wo man nicht weiß, vielleicht wird es ein bisschen Regen, vielleicht wird es ein bisschen kalt sein, weil wir haben so richtig coole Jacken, die wasserabweisend sind, sind richtig toll, sind aber auch Frühlingsjacken, das heißt, sie sind ein bisschen, also nicht so hitzig, dass man da drinnen nicht schwitzt, aber ideal, wenn es ein bisschen kühler ist und ja, einfach perfekt für den Ausflug in den Bergen. Dann haben wir auch richtig coole Hoodies an und die sind nämlich sehr, sehr kuschelig. Also die kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, wenn es draußen ein bisschen kühler ist. Und dazu haben wir auch richtig coole passende Outdoor-Aktivitäten-Hosen, auch mit so einem wasserabweisenden Stoff. Die sind richtig bequem, also man schwitzt da nicht da drinnen. Also ich trage die und die fühlt sich so angenehm an. Sie ist richtig elastisch, sitzt gut auf der Haut und gleich zeige ich euch Papas Outfit. Und hier seht ihr den Papa als Model, meine Lieben. Schaut ihn euch an. Hier dreh dich mal, du hast ein richtig cooles Logo auf dem hinten auf dem Hoodie. Ihr seht hier Revolution Race. Und ja, das ist Papas Jacke. Die ist auch perfekt, wenn es draußen jetzt regnet oder kalt ist. Echt nice, ja. Eine echt coole Jacke. Dann, ja, den Hoodie hier in so einem richtig schönen Olivgrün. Auch sehr kuschelig und perfekt, wenn es draußen ein bisschen frischer ist. Und dann die richtig coole Outdoor-Hose mit ganz vielen Fächern, wie ihr seht. Also fürs Geldbörserl, für das Handy, für Taschenmesser. Alles, was man irgendwie dabei hat. Was man halt unterwegs braucht. Genau. Kann man. Taschenmesser. Ja, Papa denkt halt praktikabel aus. Genau. Wenn man viele Kinder hat, muss man halt viele Taschen haben. Genau. Wenn ihr auch bei Revolution Race shoppen wollt, meine Lieben, dann könnt ihr das mit unserem Rabattcode Diamanta15 gerne machen. Da spart ihr nämlich 15% Rabatt. Der gilt ab heute bis Ende Mai, also schlagt unbedingt zu. Und unten in der Infobox werde ich euch den Link von der Webseite, also von Revolution Race, reinpacken. Da könnt ihr ein bisschen stöbern. Die haben wirklich wunderschöne Klamotten für Outdoor-Aktivitäten, Wandern und so weiter. Also wirklich, wirklich tolle Sachen. Abchecken und sparen mit Diamanta15. Viel Spaß. Und wir werden jetzt weiter zum grünen See gehen. Wir sind schon da, meine Lieben, ich zeige euch das. Seht ihr das? Oh mein Gott, wie schön ist das hier. So, so schön. Philly. Oh, wie lieb. Ist das, oh.
Ich sehe es an dir. Schaut mal, meine Lieben, wie schön ist bitte der grüne See. Wir sind schon angekommen und genießen hier am Rand des Wassers sitzen wir hier. Es ist so schön hier. Ja, schön. Ein bisschen windig, deswegen haben wir uns angezogen. Also zumindest ich und die Lara. Die Luisa, ist dir kalt, Schatzi? Nein, gell? Gehen wir auch zu dem anderen Teil? Schauen wir uns an. Ja, da kannst du mir Musik hören. Na komm. Da kann man das gar nicht so sehen. Schon schön, oder? Ja. Hallo Ente! Hallo, hallo ihr kleinen Dicks! Schau mal, wie sauber ist, gell, das Wasser. Ausschaut so. Das ist meine Mehrweite ein bisschen schattig. Kann ich mal davon trinken? Aber darf ich mal davon trinken? Nein, Lara, wir haben Trinkwasser. Ah, aber du hast gleich gekündigt. Junge! Ah, du hast gehört, aber dreimal hast du nicht reagiert. Warum? Oh, schau mal, er hat eine Blume in der Hand. Das habe ich ihm gegeben. Hast du ihn geschenkt? Was ist das? Ein Löwenzahn. Achso, ja. Ah, das ist... Ich habe einen Insekten. Mein Baby ist so brav. Ich bin ja. Insekten. Nein, gehen wir dann weiter? Schau, ich habe eine Fliege da. Kannst du sie wegmachen? Danke. So, alle hinter mir nach. Tom, torom. Es ist ein Feuchel. Es ist ein Feuchel. Von was habt ihr Angst? Eine Spinne. Hat sie die Spinne bei Mama gelassen? Ja, aber ich habe keine Angst. Wo hat sie die Lara versteckt? Ah. Wo könnten die zwei Mäuse sein? Ne? Ah, da seid ihr! Ja, da schauen wir schon, das Wasser ist, gell? Jetzt ist es grün, oder? Ja, voll. Kann Philipp die Schuhe vielleicht ausziehen? Maß, tust du singen? Philipp hat diese Löwenzahnblume zerfetzt. Oh. Oh. Hey, meine Lieben, ihr habt einen guten Platz gefunden. Und von da möchte ich euch auch ein paar Einblicke von Grünen See. Also hinter mir schaut dann so aus. Unglaublich, also so schön. Und auf der anderen Seite ist das ist der Grüne See. Boah, die Sonne blendet mich. Ich drehe mich um und zeige euch, wie der See aussieht. Oh, schaut mal die Farbe an, das ist einfach ein Traum. Das ist die Lara, Luisa und Mama. Und das sind ein paar Leute, die wir nicht kennen, aber ja, die dürfen auch dabei sein. Lara geht mit den Füßen ins Wasser rein. Ist das nicht kalt? Philipp, da bleiben. Philipp. Komm hier, Wasser. So, wir testen jetzt das Wasser. Es ist gesund für den Körper, weißt du? Aber das musste man auch halt aushalten. Es ist so kalt, ich weiß, was so gesund ist. Es ist gesund für den Körper, habe ich gehört. Boah, das fühlt sich so richtig wie ein Kühlschrank. Also das Gefühl ist, wenn man im Wasser ist, man kriegt ja die Hirnfrost oder wie der heißt. Gar nicht. Wirklich, wie beim Eis essen. Schau mal, wie klar das ist. Das ist eine Wiese. Geh einfach in die Wiese. Kannst du mir eine Wiese essen? Kannst du mir einen Ball holen? Unglaublich, wie sauer das Wasser ist. Ja, wirklich? Ja. Wir machen das zusammen, ja? Ja, das ist schon wärmer, das stimmt. Ob hier Schatten ist, komisch. Kannst du auch auf denselben Stein wie ich? Ich mag dir Platz, ja. Wir haben beide Platz auf dem Stein, oder? Ja. Ich ruf mal den Stein, da war ein bisschen wärmer. Halleluja.
aber guck mal, wie tief ich schon bin. Ich finde die Berge so schön. Du auch? Ja. Aber das ist nicht so eine gute Idee, wenn wir da oben sind. Wo, auf dem Berg oben? Ja. Na, da gehen nur die Bergsteiger, also die Leute, die sich auskennen. Wir gehen lieber auf den Weg, auf einen flachen Weg, oder? Und nicht auf einen schiefen. Na, das ist schon zu steil, ein bisschen zu steil, oder? Ja. Die Lara meint da oben. Ja. Oder meinst du dann da oben? Beides. Die Wolken bewegen sich ja. Wow. Nach diesem ganzen Wasserabenteuer, die sind richtig warm, weil die Füße kalt waren. Ja, stimmt. Deswegen vielleicht. Ja, vorhin war uns ein bisschen frisch, weil es ja so windig war. Und jetzt haben wir die Füße ins kalte Wasser gestellt. Die Lara ist richtig nass. Na, dir gefällt das dort, keine Ahnung. Aber durch das, dass die Füße jetzt kalt sind, ist uns oben rum warm. Also mindestens. Jetzt gehen wir schon, weil es wird schon langsam. Mami. Dunkel wird es nicht, aber wir fahren lange nach Hause. Ja. Haben wir alles? Ja. Alle Kinder da? Sehr gut. Gehen wir. So, let's go. Wir sind jetzt im Auto richtig erschöpft. Also ich bin richtig müde. Meine Füße tun weh und die Kinder sind auch ausgepowert. Und wir fahren jetzt mal was essen und dann nach Hause, oder? Nach Hause? Oh. Auch noch irgendwo hingehen. Ja, genau. Ich bin so kaputt. Ich müsste wirklich jetzt schon schlafen. Das war wirklich sehr, sehr schön. Ja, aber wie gesagt, wir gehen noch kurz was Kleines essen, oder? Ja, ganz gerne. Das ist ein Mini-Sandwich. Wir haben so einen Hunger. Dieses draußen herumtoben. Wollen wir genug zum Essen? Ja, aber machst du zu? Wir müssen jetzt im Auto essen. Ja, weil aber dieser McDonald's hier in Bruck an der Mühle sperrt jetzt. Um 20 Uhr zu? Ja. Das ist krass, man muss hier eigentlich. So, das ist deiner, aber McPlan. Nach so einem Tag, noch zweieinhalb Stunden nach Hause zu fahren, mit leerem Magen, ja, das ist Zickengefahr. Aber dass der McDonald's so wenig offen war, das kenne ich nur von Corona damals. Von Ceausescu-Zeit. Also, ich habe mir ein McPlan gegeben und der legendäre Royal Taste. Gibst du deine Pommes? Ja. Und ich habe mir seit langem mal wieder ein Big Mac genommen. Vor der Big Mac? Schon lange nicht mehr gegessen. Ja. Und dazu habe ich mir einen Fisch weggenommen. Für die Leute, die mir schon länger folgen, wissen, Fisch Mac ist legendär, glaube ich. Weißt du, da gab es eine Woche, da war ich jeden Tag bei McDonald's. Ich habe nur Fisch Mac gegessen. Das Einzige. Lange, ja. Kann ich bitte essen? Alles gehört der Luisa, das Kleine. Das gehört dir, Lara, das Mittelgroße. Mama, Mami. Und die Kinder essen übrigens Chicken Nuggets, immer. Sogar der Philipp. Ich zeige euch mal. Hier ist die Chicken-Bande. Und nicht wundern, der Philipp sitzt jetzt nur kurz so umgedreht. Ah. Ja, während der Fahrt sitzt er eh nach rückwärts gerichtet. Du hast eh zwei gekriegt, oder? Das! Ich krieg's dir gleich noch eine, mein Gott. Dieser verschlingt die Saugrün. Bitteschön. So, meine, wir essen jetzt auf jeden Fall mal und melden uns später. Wir haben jetzt gegessen und sind jetzt gleich on Tour wieder auf dem Weg nach Hause. Wir fahren ja ein Stückchen, weil wir sind ja jetzt noch in der Steiermark und bis nach Niederösterreich fahren wir so circa 2 Stunden. Die Kinder sind ready, Philipp ist auch umgedreht. Das heißt, du musst jetzt rechts. Die Mädels, ja, du musst glaube ich rechts und dann nochmal. Ich glaube, der zwingt dich dazu. Toll. Haben wir beim letzten Mal auch so gemacht, kann mich noch erinnern. Ich werde voll umdrehen. Ja, probieren wir hier. Ja, mein Lieben, bis Spieltag.